Ja, hallo, 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 hallo. Ja, ich bin sehr dankbar im Moment, weil, ja, ich hätte es natürlich nicht gebraucht, aber es ist natürlich schön, dass der Gründer vom Lach-Yoga jetzt ganz offiziell das Thema Dankbarkeit auch als Übungssequenz ins Lach-Yoga mit hineingenommen hat. Also das, was viele schon von meinen Dingen her kennen, ist jetzt auch ganz offiziell. Und von daher freue ich mich ganz besonders, bin sehr, sehr dankbar, ja, dass das Thema Dankbarkeit immer mehr Verbreitung findet und ja, dass wir uns auch in so einer Übungsstunde ja, Gedanken dazu machen, worüber wir denn dankbar sein können. Und die meisten, die meine Videos kennen, wissen ja schon, dass ich gerne damit anfange, dass ich dankbar bin, dass ich aufgewacht bin. Ja! Ja! Und dass ich zum Beispiel ohne Probleme atmen kann. Ja! Ja, und dann darf man vielleicht auch mal dankbar sein, auch wenn vielleicht nicht das beste Verhältnis da ist oder vielleicht sogar man adoptiert worden ist, ja, dass da zwei Menschen zusammengekommen sind, aus denen man selber entstanden ist. Ohne diese beiden Menschen, die da zusammengekommen sind, hätte es uns nicht gegeben. Zumindest in dieser Form nicht. Und ja, da kann auch das Herz so ein bisschen bei aufgehen. Und deshalb, ja, einfach mal schauen, ob das möglich ist für dich, Dankbarkeit in Richtung deiner Mutter zu schicken. Danke. Dankbarkeit in Richtung deines Vaters zu schicken. Ja. Ja, und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Menschen noch in unserem Leben, die uns in irgendeiner Form beeinflusst haben. Und ja, vielleicht magst du den einen oder die andere hervorheben oder sagst ganz allgemein, vielen Dank, dass ihr mich geprägt habt. Ja. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. So, jetzt mache ich mal ein Experiment, mal gucken. Nein, das ging nicht. Also ich bin immer noch hier auf der Suche. Man hat mir ja gesagt, Mensch, man kann deine Sachen hier gar nicht lesen, wenn du da so Videos machst. Ganz ehrlich, hier auf meinem Handy kriege ich diese Einstellung nicht hin. Ich habe schon alles Mögliche probiert. Es gab auch immer wieder tolle Hinweise. Scheinbar funktionieren die nicht auf meinem Handy. Ja, und auch wenn etwas nicht funktioniert, kann ich trotzdem dankbar sein, dass ich wieder einen Weg entdeckt habe, wie es nicht funktioniert. Ja, ich kann auch für Dinge dankbar sein, die eben gerade nicht so toll sind. Und vielleicht hilft dir das ja auch, die Dinge so ein bisschen zu relativieren, einzuordnen und zu sagen, okay,
Was ist wirklich wichtig für mich? Ja, und auch frühere Fehler haben mich geprägt. Auch Dinge, die mir passiert wurden, die mir passiert sind und die mir aufoktroyiert wurden vielleicht von Menschen, die über mich bestimmt haben. Auch diese Dinge haben mich zu dem Menschen werden zu lassen, der ich heute bin. Und dafür kann ich dankbar sein. Ja. Und ich bin dankbar, dass du immer wieder mal hier meine Videos schaust. Und ich freue mich, wenn du ja, diese Videos likest und wenn du vielleicht mich auch empfiehlst, sodass auch andere noch darauf aufmerksam werden können und du ja gar nicht viel erzählen musst, sondern einfach sagst, guck dir doch einfach mal da hier diese Videos an. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute.